Jetzt müssen wir mal über die unangenehmen Sachen reden. Wir müssen über Nazis reden, weil wir sind Deutsche und wir bauen die Autobahnen so, dass man pünktlich zum Poetry Slam kommt. Und wir fangen Kriege an, um sie dann zu verlieren und danach zu schmollen, dass die Waffen so scheiße waren. Und was sich diesen Arschgeigen überall, ob sie jetzt im Augsburger Stadtrat sitzen oder in Berlin oder in Washington, wirklich, wirklich vorhalte, ist, dass sie, bevor sie die Menschen kaputt machen, zuerst die Sprache kaputt machen. Genau. Und deswegen kotzen wir ihnen ihre Nazisprache jetzt zurück in ihr Gesicht, in diesem Land, von dem sie wollen, dass es Gauland heißt. Zeigt sich ein Beschauzeichen, ein Public Viewing in Totenauberg, Holzauge, sei Wachmann, Wacholder wird Waldmeister, Eichenspinner, Prozession, Holzfäller in alten Salzkot, Runenfuß im Bierverschiss, tritt in den Papst zum Tremolierstich, Silber, Gold und Messerschmied in Borkenhagen, Gaulandsturm mit Schwalbenhacke, Glasbruch Crescendo, Verunstalter Haftpflicht, Fehlanzeige, Fellabzüge über die Ohren, Rattenlinie. Was der Arbeitsplatz sagt und meinen Waffen. Was der Autobahn sagt und mein Totschlag. Was der sagt, das muss man doch noch bauen dürfen. Es meint zerhauen dürfen. Es meint zerhauen dürfen. Das zahlt weiter auf die Marke ein. Made in Germany, made in Germany. Und dieser Marke hauen wir besser eine Harke rein. Made in Germany, made in Germany. Denn sonst hört man uns aus dem Sarg noch schreien. Made in Germany, made in Germany. Denn diese Marke ist immer noch uns gemeint. Made in Germany, made in Germany. Was besorgte Bürger sagt und mein Fremdenhass. Was der Abgehängt sagt und mein Brandanschlag. Was da sagt, man muss sich doch was wünschen dürfen. Es meint lynchen dürfen, es meint lynchen dürfen. Das teilt weiter auf die Marke ein. Made in Germany, made in Germany. Und der hauen wir besser eine Harke rein. Made in Germany, made in Germany. Denn sonst hört man uns aus dem Sarg noch schreien. Made in Germany, made in Germany. Denn diese Marke ist immer noch uns gemein. Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Made in Germany. Was ich krieg, die Krise sagt und meint exportieren. Was der Sicherheit sagt und meint deportieren. Was der sagt, das wird man doch beraten dürfen. Es meint verraten dürfen. Es meint Menschenrechte verraten dürfen. Denn das zahlt weiter auf die Marke ein. Made in Germany, Sommermärchen. Aber der hauen wir weiterhin besser eine Harke rein. Made in Germany. Sonst hört man uns aus dem Sarg noch schreien. Made in Germany. Denn die Marke ist immer noch ganz arg gemein. Was der Heidegger sagt und mein Höcke. Made in Germany. Made in Germany. Was der Auschwitzen sagt und meint Auschwitz. Made in Germany. Was das sagt, das muss man doch noch sagen dürfen. Es meint erschlagen dürfen. Es meint vergasen dürfen. Das zahlt weiter auf die Marke ein. Made in Germany, made in Germany. Der hauen wir besser in die Fresse rein. Made in Germany, made in Germany. Weil wenn wir uns nicht wehren, hört man uns aus dem Sarg noch schreien als Untote. Denn diese Marke ist immer noch ganz arg gemein. Danke, Jazzband. Der große Dichter Max Czollek hat ja gesagt, wie sollst du schreiben, wenn du dich Gedichte schreibst? Schreib so, dass die Nazis dich verbieten würden. Diesen Vorschlag versuche ich immer zu beherzigen und mit einer Jazzband zusammen ist es natürlich viel einfacher, weil Jazz ist ja eine Musik, die die Nazis immer schon verbieten wollten. Aber nach all diesen unangenehmen Themen feiern wir jetzt auch mal das gemeinsame improvisierte Musizieren in einem Text, in dem es genau darum geht, Mikroklima Live-Mitschnitt. Und da machen wir jetzt einfach wieder was mit Flow. Das ist für uns alle dann auch angenehm. Wir wollen ja auf einer angenehmen Note an den nächsten Dichter übergeben, oder? Ja, Dichter, genau. As you know, I'm not interested in recordings, solange sie körperlos bleiben. Deshalb die Nadel ansetzen ans Aderwerk der Phonographie,
die das Gehörte im Gewebe des Gehirns hinterließ. Der Bass bestimmt den Überbau, weil unter der Oberfläche der hörbaren Klänge ein Eisberg aus Infraschall treibt. Ein reaktorgetriebenes Unterseeboot spürt ihn mit Echolot auf und macht ihn hörbar, bis die Bassplanken bersten im Resonanzraum des Langboots im Zeichen des Schneckentotems. Statt mit Drachen am Bug auf den Schallwellen, ohne Rewind Richtung Wienland, bis die Schlagzahl verebbt und die Ruder ruhen und der Bassklangkörper seziert wird. Mit fremden Substanzen geflutet, verflüssigt, er schmilzt im eisigen Mondlicht der kalbenden Klangwand, im künstlichen Klima des Schwarzlichts, im Untergrund der Tiefseetöne. Die bringen die Gletscher zum Glühen und schmelzen und wählen erneut eine neue Farbe sich aus. Und Hände von Feuer enttauchen dem stummen Magma. Eine Stimme aus Dröhnen modellieren den liquiden Klang, bis ein Tsunami aus geschmolzenen Bergen eiskalt über die Decks und die Bassschale kocht. Und vier Klangwerker wie die Houseband auf der Titanic 2 weiterspielen inmitten der Krise, in die sie geworfen wurden vom Schlagwetter plötzlicher Temperaturumschwünge. Wenn die Klangmassen hochkochen, die Schallwellen schäumen vor berstendem Eis, die Wände erzittern, weil der trockeneis gekühlte Subwoofer brennt und mit jeder Schwankung in den Frequenzen die Wände erzittern. When the mode of the music changes, the walls of the city shake. When the mode of the music changes, the walls of the city shake. Wenn der Geräuschpegel steigt bis zum Brandanschlag gegen die ausgedörrten Hörnerven, als die Schall- und Rauchwellen ins Fließen kamen und es nur Kiemenatmen gelungen ist, Dynamit zu fischen aus dem Packwasser, aus dem Brackeis der gefrorenen Musik, der Architektur, zu der es zu tanzen gilt. Darauf kömmt es an, bis einem Dröhnen und Drehen vergeht an den Knöpfen und eine stehende Welle aus Interferenz entsteht in den Köpfen und auch zwischen den Körpern im Raum. Nicht aus Not geboren, nicht aus Wörtern, sondern ein Traum von Kommunikation in einer Dimension, wo man den Nächsten nicht über den Umweg von Daten erreicht, sondern mit Äxten, die das gefrorene Meer in unserem Innern aufbrechen, wo Rauschdruck und Klangmassen jene Sprache sprechen, die wir verstehen, wenn wir nur die Hand an die Wand des Musikclubs legen von außen. Und dann spüren wir das Zittern und das Brausen in der Luft und an uns zieht das Vibrieren von Sounds, die ausprobieren, wie man flieht aus einer unhaltbaren Situation. Doch die gestaltbare Kommunikation von vier frei assoziierenden Freibeutern, die die Klänge und die Wörter empfangen, sind ein Aufruf zum Meutern gegen den Kurs, den der Eisberg nimmt. Dagegen, dass man immer mit dem Hauptgolf schon schwimmt und die aushaltbare Konfusion auf einem Nussschallboot kurz vom Kentern zeigt uns ein Handlungsmodell, denn wir müssen uns ändern. Vier Menschen mit Instrumenten, die sich organisieren in einer komplizierten Lage, ohne den Überblick zu verlieren, die ihre Instrumente nutzen, ohne sich zu regieren, die aufeinander zugehen, ohne sich zu disziplinieren, die den weißen Wal sichten, ohne ihn zu harponieren, die den Kapitaleisberg passieren, ohne irgendetwas zu investieren. Der Bass, der Untergrund der Musik, ist die Welle, auf der wir reiten, um unser Echo in den Räumen der Wirklichkeit zu verbreiten. Auf die Schnelle können wir nur träumen, doch die Macht der Musik lässt die Elemente schäumen und treibt uns zu auf die Schwelle. Danke euch, danke Ihnen.
Thank you.